Und ich werde jetzt mal hier diesen... Sie haben noch da was vorbereitet. Genau, und Sie sind dran. Sie ja, dürfen ich erzählen. Das ja, ich sehe Zahlen, Sie sehen Zahlen in Kreisen. Und ja, ich werde Sie kurz mal erläutern. Also wir waren tatsächlich 76 Banken, Vermögensverwalter waren im Testfeld. Da 38 aus Deutschland, 21 aus Österreich, 11 aus Österreich, ich muss noch mal Flaggen lernen, 21 aus der Schweiz und 6 aus Liechtenstein. Und qualifiziert für die Endrunde haben sich dann tatsächlich 18 Häuser und 2 davon haben sich nicht der Jury gestellt. Somit waren es nur noch 16, die sich dann der Jury auch gestellt haben. Und 12 Häuser davon konnten wir dann als empfehlenswert einstufen. Ja, wir haben uns in diesem Jahr zu 2 Änderungen entschlossen. Wir werden gleich nur noch ganze Punktzahlen zeigen, bei dem, was wir in der Auswertung sehen. Wir haben früher auch mit Nachkommastellen gearbeitet, aber wir haben das nochmal diskutiert und wir sind auch immer wieder darauf angesprochen worden. Ja, so Nachkommastellen implizieren eine Genauigkeit, die wir nicht liefern können. Wir sind nicht in einem 100-Meter-Lauf, wo einer mit der Stoppuhr daneben steht und genau messen kann, wer wann über die Ziellinie geht. So weit geht es nicht und wird wahrscheinlich auch nie möglich sein, auch nicht mit Big Data oder sonst was. Eine kleine Änderung, die wir vornehmen. Das andere ist, dass wir noch deutlicher machen wollen, dass es uns nicht in erster Linie darum geht, Ranglisten oder Rennlisten zu zeigen, sondern Qualitätscluster. Und darauf werden wir gleich auch Wert legen. Es gibt schon Abstufungen, die man deutlich sieht, wo eine Gruppe von Häusern qualitativ sehr ähnlich ist. Nicht identisch, aber sehr ähnlich. Und wo man zur nächsten Gruppe dann wieder eine Abstufung sieht. Und genau das werden wir jetzt gleich hier auch so präsentieren. Das heißt, Sie werden heute nicht von uns hören, wer ist die Nummer 1, sondern wer sind die Nummer 1? Ja, und wir nehmen natürlich eine Gesamtwürdigung, je Qualitätscluster kann man sagen, vor. Aber die Einzelwürdigungen, die finden jetzt hier nicht statt, sondern dafür gibt es den Report. Und den können Sie downloaden und dafür zum richtigen Zeitpunkt werden Sie wieder einen QR-Code sehen und nicht erschrecken sehen. Ja, ja, genau. So ist wir kommen jetzt in der Tat zu dem ersten Cluster. Das sind die, die wir als gut empfunden haben und die noch zu der Gruppe gehören, die wir als empfehlenswert ansehen. Wir als Fuchsrichterprüfinstanz. Ja, was zeichnet diese aus? Der Vorhang geht auf. Richtig. Sollen wir sie zeigen? Ach ja. Ich würde Sie dann doch bitten, es gibt ja die Vertreter hier an den Tischen, stehen Sie doch bitte wenigstens mal auf. Das würde uns sehr freuen, dass wir Sie jetzt alle mal sehen können, wer welches Haus hier vertritt. Nämlich diese 5 haben wir als gut angesehen. Und das ist schon was unter 76, denn insgesamt sind nur 12 übrig geblieben, von denen wir sagen, die empfinden wir als empfehlenswert. Also ich glaube, das ist einen Applaus auf jeden Fall wert, so gut geworden zu sein. Und wenn man jetzt fragt, ja, da stehen die, da sehen wir, wer das ist und die Vertreter der Branche sind. Bethmann Bank, Neue Bank, ja. Die Haspa, Liechtensteinische Landesbank, Katrain Privatbank. Wenn wir jetzt noch mal gemeinsam drüber schauen, was zeichnet Sie denn jetzt aus? Ja, dann haben Sie erstmal überwiegend gute Leistung gebracht. Also das ist so, dass wir sagen können, insbesondere das Beratungsgespräch, das war gut. Sie sind in keiner der Disziplinen irgendwie schlecht gewesen, was eben auch immer mal wieder vorkam, dass es so einen Ausrutscher gab. Und es reicht eben dann nicht ganz oben, aber mindestens 80% der Gesamtpunktzahl wurde erreicht. Ja, Sie setzen sich jetzt schon wieder. Es ist eben eine gute Leistung, die gewürdigt werden darf und womit Sie in der Branche auf jeden Fall schon mal herausstechen. Ja. Wir möchten das gerne so machen, dass wir die Urkunden gleich an der Wand vergeben oder vor der Wand und dann auch eventuell ein Foto machen, einfach auch aus Zeitmanagementgründen.
und wollen auch mal zeigen, wie viele Punkte Sie denn erreicht haben. Ich hoffe, dass die Einblendung funktioniert. Jawohl. Und was sich dahinter an möglicher Platzierung verbirgt, das können Sie sich jetzt selber denken. Aber im Kern geht es darum, dass wir schon hier eine Gruppe klassifiziert haben, die in ihren Leistungen sehr, sehr ähnlich ist. Und das ist uns eigentlich das, was wir heute hier betonen möchten. Ja, und dann haben wir eine neue Kategorie gefunden über diejenigen, die, oder einen neuen Titel gefunden für diejenigen, die wir mit sehr gut bezeichnen. Ja. Also im Report heißen sie die Goldjungs. Ist das gendergerecht? Das haben wir jetzt hier aber nicht dran geschrieben. Ja, die Goldjungs, und die kriegen Gold. Und das sind die sehr, mit sehr gut bewerteten Anbieter. Und hier, da dürfen wir dann die Vertreter auch nach vorne bringen. Ja, da würden wir uns freuen, wenn jeweils ein Vertreter hier oder eine Vertreterin, die Chance ist nicht so groß, aber ein Vertreter zu uns hier vorne auf die Bühne kommt. Ja, und nun öffnet sich der Vorhang. Der Vorhang, und jetzt muss ich wieder drücken. Sie müssen wieder drücken, ja. Genau. Aber er will nicht. Na dann. Ladehemmung, ja. Das sind sie. Die sieben, die wir mit sehr gut bewerten. Herr Richter, wollen Sie mal vorlesen? Ja, das kann ich machen. Es ist einen Applaus deswegen wert, weil es ja sozusagen die Sieger dieses Jahres sind. Denn wir haben insgesamt, ja, danke. Wir haben das Bankhaus Spengler, wir haben die Globalance Bank, wir haben Hauck und Aufhäuser aus Deutschland, Kaiser Partner, Liechtensteiner Landesbank, Österreich, das soll das entsprechende... ja, Sie kennen sich immer besser aus mit den Flaggen. Die Fahne, genau, ich lerne. Und die LGT und Shellhammer Kapital 1832. Bitte, kommen Sie zu uns nach vorne, damit wir sie würdigen können. Und wir haben Urkunden vorbereitet, die werden Sie jetzt erhalten. Oh, jetzt ist richtig was los hier. Und wenn ich wir gleich Platz. Oh, ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele sind. Das sind doch mehr als sieben, oder? Ja. Die wundersame Vermehrung der Sieger. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 9. Aber hauptsache, die fallen nicht runter, dann passt das alles. Dann ist alles gut. Gut, Frau Richter wird jetzt die Urkunden übergeben. Und Sie müssten ihr wahrscheinlich kurz sagen, zu welcher Bank Sie gehören. Ich glaube, das wird ihr die Sache erleichtern. Wir machen das so, weil sonst muss ich immer mit dem Rücken zum Publikum stehen. Wir gucken erstmal, welches die erste Bank ist, die Urkunde kriegt. Die Globalance. Hier. Ja, das passt auch. Da stehen, perfekt. Ich werde in der Zwischenzeit erzählen, was diese sieben, die jetzt viel mehr sind als sieben, auszeichnet als Gruppe. Und das ist, dass hier, wir gucken uns ja fünf Wertungskategorien an. Das ist das Beratungsgespräch, was am meisten zählt, mit 40%. Dann den Anlagevorschlag aus Kundensicht, aus Laiensicht mit 10%. Dann schauen wir uns die Transparenz an, die zählt 20%. Da gehört natürlich auch das, die Teilnahme an einem Performance-Projekt. Auch das ist Teil der Transparenz. Kann man nämlich, vergleicht man sich auch im Wettbewerb, kann man da mal reinschauen. Und wir haben das Thema des Beauty-Contests, also dass wir uns als Fachjury dann auch mit den einzelnen Häusern und ihren Anlagekonzepten beschäftigen. Kurz und gut, man muss wirklich in allen Kategorien schon glänzen, glanzvoll sein und wirklich hohe Punktzahlen erreichen, um hier vorne stehen zu können. Das heißt, hier gibt es keine Ausrutscher. Bestenfalls mal ein Befriedigen darunter. Das heißt, etwas weniger als 80% der Bestpunktzahl in einer Bewertungskategorie. Und das sind schon echte Glanzleistungen, die wir hier gesehen haben. Und jeder davon hat sich gerade auch mit dem Thema der Megatrends wirklich top auseinandergesetzt und wirklich auf hoch. Ja. Habe ich den Witz verpasst? Nee, wir tauschen ja gerade die Urkunden aus. Ah, okay, ich gucke wieder nach vorne, ist alles gut. Also auf dem Gebiet der Megatrends wirklich sehr individuelle, auf den Kunden zugeschnittene Anlagekonzepte erstellt. Herr Richter, wollen Sie mal? Ja, ich finde das gerade schön. Es ist okay. Angenehm zu sehen, dass hier so eine Freude auf der Bühne ist. Okay. Ist ja auch angemessen. Ja.
Gut, also, das sind Sie. Klasse Job, meine Herren. Und wieder ein Applaus wert. Und weil ja doch alle neugierig sind, wer steht wo, machen wir jetzt auch hier mal die Punkte, ohne dass wir damit sagen wollen, wer der Erste ist. Und? Schön. So, haben sich alle orientieren können? Also, klasse. Mein Glückwunsch Ihren Kunden, denn die kriegen wirklich gute Arbeit geliefert für das, wofür sie dann ein Honorar bezahlen. Dankeschön, dass Sie hier sind und machen Sie bitte so weiter. Ein Applaus. Wir machen dann Fotos, bitte gern nachher dahinten.